Ich bin gestern in Erkelenz gewesen am Vormittag vor dem Prozess, der dort gegen die erste Aktivistin geführt werden sollte, die im Herbst an einer Prozession teilgenommen hatte, am Tag, als die L277 zerstört wurde. Sie stand wegen Hausfriedensbruchs vor Gericht, wobei man darüber durchaus mal philosophieren kann. Hausfriedensbruch, da ist eine Straße, eine Allee, die steht da, die Leute nutzen diese Straße, um von einem Ort zum anderen zu kommen, friedlich, und dann kommt ein Konzern und droht an, mit Polizeigewalt diese Straße zu zerstören. Das ist unfriedlich. Und wenn dann Leute auf dieser Straße entlang gehen, friedlich, nicht nur Christen eine Prozession machen, man sich aneinander aufrichtet, sich Kraft und Trost gibt, die einen beten, die anderen versuchen, ihre guten Mächte irgendwo zu erreichen, um diesen Wahnsinn zu stoppen, dann gilt das als Hausfriedensbruch. Irgendwie ist doch das völlig pervers geworden. Ein wenig gespieltes Lied, was ich damals geschrieben hatte, um in Erinnerung zu rufen, was sozusagen dieser Anklage vorausgegangen war. Wer klappt mir da das Buch zu? Ist das RWE oder wie? Das ist ja wirklich schlimm. In diesem Land. Ich leide unter Verfolgungswahn, ich merke es schon. Er kann doch nicht tun, was er will. Ein klimakrimineller Konzern lässt für Kohle Bäume entfernen. Die Straße zerstört er vorher. Seine Gier, die wächst immer mehr. Er vernichtet Heimat und Land, ganz ohne Sinn, ohne Verstand. Auf Nazi-Paragraphen gestützt und der Regierungschef ihn dabei schützt. Man sieht und erkennt, was er kann, als RWE-Hampel und Strampelmann. Von langen RWE-Fäden gelenkt, an denen er breitwillig hängt. Zweifelt einer noch ernsthaft daran, dann seht euch, was er macht, genau an. Er strengt sich gewaltig ja an, als RWE-Hampel und Strampelmann. Noch ist er ja in Düsseldorf im Amt, ne? Die Regierungsmehrheit votiert für das, was die Industrie ihr diktiert. Im Gesetz kann man lesen, was recht ist, doch da steht nicht, was klimagerecht ist. Was richtig ist, steht auf einem anderen Blatt, und die Regierung keinen Blick dafür hat. Sie will, dass Nazirecht weiter gilt, wenn es nur die Konzerninteressen stillt.
Mann sieht und erkennt, was er kann, als RWE, Hampel und Strampelmann. Von langen RWE-Fäden gelenkt, an denen er breitwillig hängt, zweifelt einer noch ernsthaft daran, dann seht euch, was er macht, genau an. Er strengt sich gewaltig ja an, als RWE-Hampel und Strampelmann. Ich weiß, wer den Hampelmann immer mitbringt. Danke dafür, das ist so ein treffendes Bild. Der klimakriminelle Konzern verdient an Klimaverbrechen so gern, denn sie sichern ihm Riesenprofit, egal was mit dem Klima geschieht. Mit Politikern im Syndikat wird zum Helfershelfer der Staat. Der Konzern Interessen vertritt und Klimakillern hilft auf Schritt und Tritt. Man sieht und erkennt, was er kann, als RWE-Hampel und Strampelmann. Von langen RWE-Fäden gelenkt, an denen er breitwillig hängt, zweifelt einer noch ernsthaft daran, dann seht euch, was er macht, genau an. Er strengt sich gewaltig ja an, als RWE-Hampel und Strampelmann. Langsam schreitet die Prozession zur RWE-Baumfellaktion. Was wird der Sinn der Polizeiaktion sein? Kesselt sie diese Prozession ein? Die Polizei hält die Prozession fest, die Personalien feststellen lässt. Hat sie vom Grundgesetz nie was gehört, dass sie die Religionsausübung stört. Zum Schutz der Bäume geht die Prozession in freier Ausübung der Religion. Und sie schließt mit ein in ihr Gebet, was durch Zerstörung aus Gier untergeht. RWE gefährdet Leben für Geld, für Strom, den man auch klimaschonend erhält. Das ist kein Glaube, sondern gewiss, wie RWE klimakriminell ist. RWE glaubt wohl ganz fest daran, dass der Konzern alles sich erlauben kann. Das sei in Nordrhein-Westfalen so Brauch, und die Regierung, die glaubt das wohl auch. Ich glaub an den Sinn der Prozession und glaube auch an die Evolution. Das RWE-Carbonistentum hat nicht die Spur zu tun mit Christentum.